Praxis Dr. Schaper Straße. Das ist Nico. Mal gucken. Ein so Ding für Wendel. Hallo, ich bin Dr. Schaper Straße. Manchmal frage in Bezug auf manche Themen, warum die keine Öffentlichkeit haben, und deswegen finde ich Bühnen wichtig. Das ist auch teilweise während Probenprozessen und sowas ist passiert, dass einzelne Leute 18 geworden sind oder 18 und 3 Monate geworden sind und denen praktisch, wenn die Leute in der Jugendhilfe, in Jugendhilfeeinrichtungen aufgewachsen sind, denen einfach Umzugswegen vor die Tür gestellt worden sind und die praktisch ins Nichts katapultiert wurden, dadurch, dass sie ihre Bezugsstruktur verloren haben. Wenn man die Jugendhilfe verlässt, vor was steht man dann, was gehen dann plötzlich für Welten auf, vor was steht man eigentlich? Das ist eigentlich genau das, was uns auch passiert ist in den letzten 2 Jahren, nämlich dass wir einfach aus der Schaubühne gestrichen wurden, und das fanden wir ehrlich gesagt ziemlich scheiße. Wir lassen uns nicht entmutigen, dass wir sozusagen das Thema versuchen weiter halt in einem Stück zu verpacken. Also wir sind einerseits demokratisch organisiert, aber teilweise liegt es, glaube ich, auch an den unsicheren Lebenssituationen von einzelnen Leuten, dass sie sich eigentlich eine Führung wünschen. Es ist für uns eigentlich unmöglich, dass das jemand anders macht. Das ist für uns eigentlich relativ klar, dass wir das aus uns selbst heraus schaffen wollen. Ich fühle mich im Theater zu Hause. Ich verstecke mich dahinter nichts. Ich gehe auch manchmal gerne über die Grenze anderer. Und ich finde das irgendwie cool, wenn Leute mir das sagen, nein, das darfst du nicht oder sowas. Ich will, dass der sich gegen mich durchsetzt. Aber da muss man mal erstmal die richtigen Leute dafür finden, dass sie sich gegen mich durchsetzen können. Also ja, ich bin froh, Theater zu spielen. Und ich bin auch froh, Theater zu machen. Aber ich bin auch froh, wenn man auch im echten Leben zusammenleben kann, sage ich mal. Man muss nicht alles im Theater machen. Dann denke ich mir aber auch wieder, vielleicht sollte ich nicht lieber in eine Richtung studieren nach meiner Erzieherausbildung, wo ich selber Einrichtungen gründen kann und dann da tatsächlich Zusammenleben schaffen kann.